Ach ja? Eile mit Weile. Also. In der letzten Folge ist eine Legende zu Ende gegangen. Was für ein Ding? Die 11. Staffel. Nee. Ja doch, also die war ja vorbei jetzt. Aber doch nicht in der letzten Folge. Ja, das ist egal. Das ist schon ewig her. Das war aber sonst keine Doppeldeutigkeit. Er wollte auf Wiki anspielen. Mann. Ja gut. Das hast alles kaputt gemacht. Immerhin war sie ein Charakter, der uns von Anfang an begleitet hat. War das in 11 Staffeln. Aber ja, das war ja auch nur möglich, weil ich ihr direkt das Todesdatum auf den Kopf geschrieben habe. Also nicht direkt das Todesdatum, aber ne? Ja, aber mit dem Ende, es wäre eigentlich lustig gewesen, wenn die letzte Staffel jetzt echt in der letzten Folge zu Ende gewesen wäre, weil dann wäre sie mit dem Ende der Staffeln wäre sie dann verstorben. Aber so ist es nicht. Das ja, hat sie aber eigentlich auch nicht verdient. Dafür war sie echt so unwichtig. Aber so haben wir quasi fast mit dem Staffelanfang die Aufnahme Kabans. Das war. Also fast. Das ist wichtiger als Wiki. Denke ich doch. So, gib dir erstmal einen Karma-Abzug. In jedem Fall los. Wir springen jetzt mal. Das werde ich nicht tun. Jo. Widerstand gegen die Stadt. Alles klar. Ich weigere mich einfach, mich die ganze Zeit von dir derartig drangsalieren und beherrschen zu lassen. Ich finde das nicht in Ordnung, nur weil ich eine Frau bin. Dabei habe ich nicht mal angefangen. Aber verdient ja das nicht von dir. Es geht nicht darum, dass du eine Frau bist. Ich drangsaliere Menschen nicht per se, weil sie eine Frau sind. Es geht mir eher darum, dass du scheiße bist. Ich würde sagen, dass ich scheiße bin, genau. Aber das stimmt überhaupt nicht. Eigentlich findest du mich nie scheiße. Und hätte ich einen Schwanz, würdest du wahrscheinlich sogar mit mir Bier trinken gehen. Aber nein, so nicht. So musst du mich drangsalieren, denn ich bin ja eine Frau. Und du musst deinen Penis auf den Tisch legen, um ja zu zeigen, dass du den längeren Penis hast. Moment. Das ist es mein ist Job. Aber auch die einzige Gelegenheit, wo ich bei einem Schwanzvergleich gewinnen kann. Musst du das jetzt auch noch... Ja, danke, du hast mich wieder so weit. Fick dich. Ja, ich muss das jetzt mal hier auf den Tisch legen, weil ich keine Lust habe, mir das die ganze Zeit immer gefallen zu lassen. Alles klar. AFK ist das. Genau das. Was bist du denn jetzt so? Der ultimative Counter wurde gezündet. Ja, die musst 3. Du auch, musst du auch einfach mal verwenden, wenn auch nur der kleinste Verdacht aufkommt, dass jemand dich beschuldigt, tatsächlich oder nicht tatsächlich etwas Dummes getan zu haben, wenn jemand auch nur mindesten angedeutet zickig reagiert oder irgendwas ist, was dir einfach nicht in den Kram passt, direkt präventiv sagen, was bist du denn jetzt so? Weil dann kommt er sich direkt scheiße vor, weil er sich zickig vorkommt. Das funktioniert übel gut. Ich leg dir das wirklich ans Herz. Ich werde jetzt mal beim nächsten Kunden, der sich beschwert, versuchen. Es gibt, ja, man muss ja, es ist ja ganz wichtig, dass man lernt, welchen Habitus man in welchen Gelegenheiten oder bei welchen Gelegenheiten an den Tag legen kann. Ne? Das ist ja auch was, was Kaban gerade lernt. Auf der Arbeit funktioniert sowas nicht, ich hab's schon getestet. Ja, du hast es den Leuten aber auch nicht erklärt. Es macht ja auch keinen Spaß, wenn man es ihnen erklärt. Außerdem ist es mir rausgerutscht. Das war aus Versehen. Sehr schön. Das war doch viel schlimmer. Aber ist dir noch nie alles klar rausgerutscht? Doch. Ach so. Und haben sie das verstanden? Nein. Ja, wo arbeitest du eigentlich? Anscheinend nicht da, wo unsere Stammzuhörer auch arbeiten. Doch, Stammzuhörer. Ja, wir haben einen großen Stamm an Zuhörern. Das stimmt. Wir springen jetzt. Mhm. Freyas Geburtstag ist vorbei. Ach so. Was? Wolltest du jetzt nicht ausspielen, wie Kaban Tränen überströmt vor ihrer Türe steht? Ach, er weiß nicht, wo sie wohnt. Mit einem Blumenstrauß, in dem Rogers Kopf herausguckt, jault und wüfft, durch die Gegend wüfft und, er sich dann bei ihr entschuldigt und nur allzu gern, aber ich glaube nicht, dass Kaban da solche Anstrengungen unternehmen wird. Nee, nicht wirklich. Schade. Ja. Das Thema ist vorbei und abgeschlossen für mich. Ja, das finde ich aber auch gut, dass er dann nicht so... Ich schließe häufiger mal Themen ab. Ja, ich meine, du hast ja auch jetzt sowieso was viel Besseres. Roger ist halt eine einmalige Nummer. Roger? Du meinst, Rogers Möse ist enger als Freyas? Nein, ich rede überhaupt nicht von Roger, ich meine Destiny. Nee, also Destiny ist doch ein bisschen zu... Für so viel Spaß bist du noch nicht bereit, dass es... Nee, also doch. Da ist zu viel zum Liebhaben dran, glaube ich. Die war nicht fett. Nee, aber... Du meinst, einen Penis hatte sie auch nicht. Klingt aber so. Ja, du weißt ja, also ich meine, Nikotin und... Allein schon das. Raucher. Die war mal russische Spitzenschwimmerin, weißt du? In der Gang rauchen einige. Echt viele. Das heißt ja nicht, dass ich das gutheißen muss. Ja, gut. Das heißt aber auch, dass du die Vorträge darüber sparen kannst. Naja, mindestens einmal werde ich ihn gebracht haben. Und dann werde ich da wahrscheinlich ganz viele Kippen aufsammeln müssen und rauchen müssen oder ja, so. Ja, genau. Die werden dann, du wirst dann Kippen aufsammeln und an den Stummeln ist ja meistens noch was dran, was man nochmal anzünden kann. Na, viel Spaß, meiner. Du wirst dann quasi immer schön den Filter noch mit anrauchen. Geil. Und ich sag mal, wir kennen ja Kabans verdauungstechnische Widerstandsfähigkeit und seine Nikotintoleranz wird vermutlich auch nicht sonderlich hoch sein. Kotzen, Scheißen, Kotzen alles. Nicht. Kotzen nicht, das Quatsch. Also, mir hat letztens einer erzählt, die sich eine Nikotinvergiftung zugezogen hat, weil man der falsch dosierte Pflaster verkaufte und die hat aber eine richtig schöne Nikotinvergiftung gehabt und sich die Seele aus dem Leib gekotzt. Das mag ja sein, aber das Ding ist einfach, dass du von Stummeln, wo noch ein Zug dran ist oder so, dir echt über einen sehr langen Zeitraum nur eine Nikotinvergiftung holen kannst. Echt? Auch wenn man es nicht gewöhnt ist? Also, nicht richtig Nikotinvergiftung, aber wenn du es nicht gewöhnt bist, scheißt doch der Kreislauf erstmal völlig ab. Das kann eher mal sein, aber Kabans Kreislauf ist inzwischen relativ wieder gut dabei. Und auch ich wurde ja von meinen Opas damals gefragt, als die rausfanden, dass ich in der 3. Klasse geraucht habe, ob ich mir da nicht eingeschissen hätte oder so ein Kram. Aber das ist einfach nicht so hart bei den meisten. Ich weiß, Kaban hält Gifte nicht so krass aus, aber es wird einfach nicht so hart sein. Okay, ich wollte eigentlich nur wieder eine Gelegenheit daraus holen, um ihm Fäkalienbehälter aufzuschwatzen, aber... Das ist ja lieb von dir, aber ich fand, da müssen wir jetzt mal ernst rangehen. Okay. Du wirst dir aber währenddessen einen Vortrag des Trolls über den Konsum von Alkohol, also des Professors, über den Konsum von Alkohol und dessen schädliche Wirkung anhören. Jetzt ist es ja so, dass sein Vortrag etwas tiefgehender sein kann. Er macht auch gerne PowerPoint, also er lädt sich gerne PowerPoint-Präsentationen runter. Ne? Und wird dann mal schön über die paar Male, wo du bei ihm warst und er irgendwie Blut von dir gezogen hat, dann immer gucken, wie viel da drin war und ob das schon, also, ich bin, also... Und? Wie häufig war ich betrunken bei ihm? Nicht betrunken, aber es war halt immer Alkohol in deinem Blut. So häufig trinke ich doch keinen Alkohol. Okay, du wachst nach einem Monat Koma auf und sagst als erstes, Jojo, warum hast denn du mir ein alkoholfreies Bier mitgebracht? Ja, das war aber auch wichtig, um die Situation zu entspannen. Also ich kann mich daran erinnern, dass das erste, worauf du bestanden hast, danach, auch als Jojo nicht mehr dabei war, ein Bier war. Und das war mal, um die Situation dann ist deine Definition von Entspannung ungefähr die im Kalten Krieg manchmal angewendet wurde. Entspannt das die Situation, wenn man echt ganz schön viele Kriegsflugzeuge vor einen russischen Hafen schicken? Ich denke schon. Das kann man machen. Und Alkohol mit Entspannung gleichzusetzen ist auch, also... Sucht, ja. Wie auch immer. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Du wolltest ursprünglich springen. Haha, also Freyas Geburtstag ist ja bekanntlich vorbei. Und dann wird erstmal irgendwann die Jojo zusammentreffen mit... Am besten nehme ich jetzt Gänger, die nicht so oft vorkamen, aber das ist mir viel zu anstrengend. Also nehmen wir selbstverständlich Felix. Ey, Juju, warte mal kurz. Und zwar? Da hinten bei der du wirst schon Dingsstraße ergibt in Adresse. Das, da gibt's ja dieses Obdachlosen-Fütterungsheim, das staatliche, also das Sinnlose, ne? Ja. Und an meine zarten Öhrchen tönte das Wort, das Geflüster gar, dass dort irgendjemand im Hinterraum ganz schön dicke Mengen an Drogen verscheuert. Das hat die Plattiersprache verschlagen. Okay. Und kannst du mal gucken, also kannst du mal mit den Leuten da quatschen, die, also ich meine, man weiß ja, ist ja klar, was, die machen den normalen Kram mit von wegen Lebensmittel bestellen und dann staatliche Subventionierung und nur die Hälfte ausgeben und so, das ist klar. Aber kannst du mal gucken, ob da was ist, und zwar nur durch die Quatsche? Einfach fragen, mit deiner Autorität. Meiner Autorität? Autorität. Alles klar. Gut, ich habe nämlich, das könnte man nämlich gleich mal geschickt kombinieren. Wo ist denn der Frischling? Frischling! Frischling! Jojo pfeift. Auf zwei Finger durchs ganze Ganghaus. Solange keine Kinder schlafen, aber es ist hoffentlich gerade, wenn gerade Kinderschlafenszeit ist, macht sie es nicht. Ich komme mit einem vollgekotzten Lätzchen. Quasi, also, ne, die Seite wurde vollgekotzt. Was? Auf einer Skala von 1 bis 4, wie viel hättest du dagegen jetzt, die Kinderfütterung einzustellen? Aber sowas von. Na, dann mach das erstmal fertig, und wenn du fertig bist, kommst du eher. Ja. So. Es ist übrigens ganz wichtig, dass du die Kinder immer anlächelst. Die brauchen das als Rückmeldung. Scheiße, die können jetzt sogar schon anfänglich sprechen. Rückzug. Immer nett sein. Mhm. Bin ich. Die sind ja jetzt vor allen Dingen in einem Alter, wo die in einem Hochstuhl sitzen und dir schön den Joghurtbecher ins Gesicht hauen. Mhm. Oder auch wenn sie halt nicht ganz so gesund sind, dass sie dann auch einfach mal weiter spucken können. Da sitzen ja, die schon weg. Entweder kotzen oder sie sprechen dann halt gern mit vollem Mund. Das ist super. Bah! Nee, es ist inzwischen tatsächlich weiter gereift. Okay. Ball! Ich müsste jetzt nachgucken, wie weit, aber ungefähr so. Kaban doof. Ja. Kaban können die noch nicht. Die sind jetzt aber schon ganz schön, warte mal. Nee, K ist doch viel zu schwer. Ja, du, das sind Orks und es ist noch nicht ganz 1,5 Jahre, aber so ungefähr. Da ist das K schon automatisch mit der Muttermilch drin. Das ist der erste Buchstabe, den die können. K. Nee. Woher kommt diese Eingebung? OZ, dass die auch so komisch sprechen. Ach so. Ja, das Ding ist bloß, dass das K allein von der Wortbildung halt übelst schwer ist. Deswegen sagen die Kinder ja zuerst Mama, weil das übelst einfach ist, und dann Papa, weil das zweiteinfachste ist. Außer coole Kinder, die sagen als erstes Mamam, weil Essen. Aber die sind jetzt tatsächlich 15 Monate, also die können schon einiges. Ich bin das bloß zu faul nachzugucken. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall dann laufen können. Die können doch nächsten Monat, habe ich da eingeschrieben, Treppensteigen, 2 Wortsätze. Na, da geht's ja richtig los. Aber um zum Thema zurückzukommen, du wirst dann quasi die Raubtierfütterung irgendwann beenden. Mhm. Angelaufen kommen. Mit einem neuen Shirt an oben drüber. Das will ich doch hoffen. Ja, durchaus. So, Frischling, Jojo muss jetzt da hinten in so ein hier Essensausgabe. Och, nicht schon wieder. So. Das passt doch gerade so gut. Und der Schwede rastet vollkommen aus und hat jetzt irgendwann vorgeschlagen, dass er ganz viel in die Richtung macht, was auch mit uns ein bisschen was zu tun hat, hier von wegen auch so ein Scheiß, hier so in der Suppenküche aushelfen und so ein Kack. Und er hat auch vorgeschlagen, dass du da sicherlich auch helfen könntest. So. Paulina fand das eine übel gute Idee. Und ich finde das eine viel bessere Idee. Und Jojo findet, das ist die beste Idee seit der Erfindung der Roger Super Warhawk. Jetzt ist nur folgender Clou. Jojo, wie heißt der Typ, der die Benehmbücher schreibt? Benehmbücher? Knigge? Deine Kniga-Erziehung sieht vor, dass du jeden einzelnen Menschen, den du dort siehst, Metamenschen, behandelst, als wäre er Jegor selbst. Aber halt nicht so, dass man dann immer wartet, bis er spricht, sondern einfach, als dürftest du die ganze Zeit mit ihm sprechen, aber so, als hättest du denselben Respekt wie vor dem. Verstehst du? Als wärst du der Kellner in einem sehr feinen Restaurant. Und Jegor würde am Tisch sitzen und du wüsstest, wer das ist. Okay. Super. Aber du musst dir jetzt halt dazu noch vorstellen, dass Jegor ganz schön auf Pöbeln aus ist. Und wenn der dich schlägt, hast du übrigens verloren, weil dann bist du ja in Wirklichkeit tot. Dann hast du offenbar seine Launen nicht gut genug deeskaliert. Alles klar? Mhm. Geil. Ja, ihr könnt ja zusammenfahren. Jojo schmunzelt. Na dann. Yay. Na dann, kann man sich da als Koch melden? Dann muss ich nicht mit den Leuten reden. Nein, du wirst an der Essensausgabe stehen. Ach, aber ich kann doch viel besser kochen. Darum geht's nicht. Ja, ach so, genau. Mit dir zu beschweren. Mit dir darf ich ja auch nicht darüber reden, dass ich die Regeln biege. Ach Mann. Du tust was? Ich hatte sie gerade versucht zu biegen. 2 Tage, alles klar. Ich glaube, was ich vergessen hatte abzufragen, vor allen Dingen, wird Jojo jetzt eher eine von den Netten wie Felix sein oder eher einer von den nicht so Netten wie eher Konstantin? Bei Kaban meine ich, bei den anderen weiß ich es ja. Ich frag mal anders, behandelt sie Kaban anders als andere Prospektoros? Jein. Also, die hängen wahrscheinlich immer noch, genauso wie man mit den Prostis ja irgendwie rumhängt und irgendwie Kram macht, und die sind eigentlich auch immer noch, also es hat sich an deren Verhältnis an sich nichts geändert, aber sie trennt jetzt tatsächlich ein bisschen mehr zwischen, beruflich und privat, in Anführungsstrichen. Ich weiß, das klingt echt schräg und ein bisschen, aber es gibt ja Situationen, die sind eher gängig, und es gibt Situationen, da sitzen die halt zusammen und trinken Bier und labern. Und behandelst du Kaban jetzt anders als die anderen Prossies? Ja. Bist du strenger oder netter zu ihm? Strenger. Siehst du, so einfach hätten wir es haben können. Dann gucke ich dich halt so ein bisschen mitleidig an, so von wegen, nach dem Motto so, ey, jetzt sind wir ja privat. Du warst mal cool, ja. Das bin ich auch jetzt noch. Ja, ich weiß, 2 Tage. Alles easy. Alles gut. Ich mach das ja auch gerne. Du lügst schon wieder. Sie grinst. Aber du warst nie ein guter Lügner. Ja, ich weiß, aber und? Das habe ich niemals bestritten. Das werde ich auch, glaube ich, nicht. Das stimmt. Ja, es ist auch besser so. Jetzt machst du dich noch beschweren. Hä? Egal. So. Also, yo. Essensausgabe. Super Sache. Ja, musst du auch Essensausgabe? Geh schon mal zum Auto. Nee, ich nicht. Ich muss was anderes machen. Geh schon mal zum Auto. Ich komme gleich nach. Okay. Ich gehe schon mal zum Auto. Ich dachte, wir wären schon drin, aber egal. Ach so, nö. Also, sonst hätte er das ja so nicht gesagt. Naja, ihr seid quasi, also die Autos stehen ja nicht alle dort auf dem Platz. Es ist ja überhaupt kein Platz dafür da. Das heißt, ihr seid ein Stück rausgegangen und dann muss das Auto ja erstmal bis zu euch kommen. Angefahren. Ihr wollt ja nicht bis zum Auto laufen, das ist ja sowas von 2016. Richtig, sie geht nochmal zurück rein und ja, kommt dann irgendwann noch wieder raus. Sie hat ihn jetzt also nur warten lassen. Ah, alles klar. Einfach warten lassen, weil ich warten muss. Ich bin der Pussy. Alles klar. Nee, wir fahren dahin. Übrigens 2 Tage was? Ist die Frage. Danny, mach mal bitte kurz Wahrnehmung ohne alles, aber vielleicht dann mit Intuition am besten. Wahrnehmung ohne alles, aber mit Intuition. Okay. Sie. Aber sowas von bin ich richtig gut heute. Cute. Hier kommt er an. Super. Ist ziemlich abgefuckt. Stinkt gar nicht so gering. Eines der größeren Probleme ist die tägliche Hatz auf die Teufelsratten. Und ich sag mal, dort ist natürlich, also Premium, sag ich mal. Das reicht eigentlich. Premium. Premium? Was? Na, alles dort ist Premium. Ach so. Ja, dann, ganz schöne Drecksladen. Naja. Ist ja eine gute Tat. Viel Spaß. Bin ich schon angemeldet oder muss ich mich doch irgendwo melden? Nö, bist du nicht. Darfst dich noch melden. Yay! Dann, ja. Bis dahin, Ja, ich, steige aus und gehe los. Durch die Tür. Wer von euch beiden schlingeln will jetzt zuerst? Naja, da sie im Auto sitzen bleiben wollte anscheinend. Nein, nee, ihr geht beide da rein, du wirst dann hinter die Theke zu dem Typen an der Ausgabe gehen und die wird zum Büro gehen. Nehme ich an. Deswegen frage ich nur, wer jetzt mehr Bock hat. Fang mal mit ihm an. Naja, du gehst zu dem Typen hinter der Ausgabe, auch der ist Premium. Heißt, der ist nicht von Horizon und hat nicht Bock. Geil. Du siehst in der Tat eine kriminelle Szene, die ihn wohl verpflichtet, an diesem Ding hier teilzunehmen. Hey, moin. Vor der Theke bleiben. Nee, ich wollte mich eigentlich freiwillig melden, um euch zu helfen. So als Essensausgeber. Gottes Willen. Ja, geh hinter und da ist eine Schürze, da sind Handschuhe und na, Haarteil brauchst du ja nicht, dann kommst du her und pappst den Leuten den Scheiß aufs Tablett, nicht so viel. Jo, klar, kein Problem. Super, danke. Ach, und laber mich nicht an die ganze Zeit zu, das ist ja furchtbar. Ja, aber dann halt ich. Nicht wahr? Ja, bitte nicht. Ich krabbel mir das Zeugs und setz mich quasi in die Reihe, sodass ich die Leuten auftischen kann. Was gibt's denn so Feines? Mikroproteinbrei? Geil! Will ich schon immer mal haben. Das kann mir vorstellen. Mhm. Kannst du auch gerne kriegen. Nee. So, also plötzlich. Naja, also ich meine, es ist kein besonders anspruchsvolles Ding. Ein paar, nicht alle von denen sind super unfreundlich, aber es kommt halt auch ab und zu mal zu so Sachen wie, dass zwei Leute sich dann, die einer hat aufgegessen, der andere nicht und der hat aber noch Hunger und dann muss da hinten am Tisch, hinten gibt's da ein bisschen Gerangel. Jetzt ist die Frage, ob du da einschreitest oder nicht. Der Typ neben dir, der sieht das ziemlich gelassen. Das Einzige, was der macht, ist kurz überprüfen, ob unterm Tisch noch die Schrotflinte parat liegt. Tut sie. Ich gehe natürlich dazwischen und würde sie höflich darauf auffordern, das so zu lassen, weil jeder kriegt ja dann seine Nahrung, die er braucht. Hey Mann, das ist aber auf jeden Fall, ich hab noch Hunger, du dummes Stück Scheiße. Der Ficker hat das nicht verdient. Schon. Du kannst ja morgen wiederkommen. Ich habe aber jetzt Hunger. Ja, das kann ich verstehen. Bitte gib mir jetzt noch was. Gibst du mir noch was zu essen? Ist das in den Statuten? Ich wurde ja bestimmt AR-mäßig eingewiesen. Darf ich dir noch was so, essen? Wenn du dich umguckst, ob irgendwo AR-Statuten aufgehangen sind, schüttelt der andere Dude den Kopf. Das darf ich leider nicht. Das ist halt nicht genug für alle. Ich hab solchen Hunger, Mann. Ich kann das verstehen. Du kannst dir das vorstellen jetzt, ne? Bitte. Gut. Du hast ja schon aufgegessen, dann kannst du ja, also ich nehme dir das mal ab, dann musst du es auch nicht wegbringen. Gib mir noch was zu essen, bitte. das geht leider nicht. Andere Menschen haben auch Hunger. Er kommt jetzt einen Schritt auf dich zu und packt dich am Kragen. Ja, aber die sollst du genau im Auge behalten. Ich hab dich gerade genau im Auge. Nee, ich hab sie gesehen. Die sind mit denen im Bunde. Mit denen. Ich grinse ihn mal wissend an. Du weißt es. Gut. Möchtest du jetzt gehen? Weißt du es? Du kannst bestimmt jetzt gehen. Wir wissen ja alle Bescheid. Kann ja aber nicht weg. Die stehen draußen und warten auf mich. Na komm, ich gehe mit dir mit vor die Tür. Sonst vergeht ihr das. Nee, Mann, das geht nicht. Aber meine blöde Frage, wenn die hier alle mit in dem Bunde sind, dann bringt es dir doch nichts, hier drin zu warten. Ja, ich löse mal seine Hände von meinen Klamotten. Bitte, bitte nicht. Da vorne ist die Tür. Ich wünsche mich. Wenn du dich im Dunkeln hältst, dann sehen sie dich nicht. Aber es ist heller, lichter Tag. Ach ja. Na dann. Good try. Bitte, bitte nicht. Du musst mir helfen. Ja, ich schiebe ihn langsam vor die Tür. Nein! Nein, bitte nicht! Hilfe! Ja, guck mal nach draußen, da ist doch gar nicht so hell. Ja, er sieht ziemlich panisch aus. Ja. Dann setz dich dahin, tu aber niemandem was. Danke, danke! Danke, krieg ich vielleicht noch was. Nein. Danke. Und wenn du noch einmal fragst, dann bist du draußen. Gut. Immer wachsam bleiben. Genau. Gut, ich gehe dann wieder hinter die Theke. Ja, würde ich hinsetzen. Sehr schön. So. Also ich meine, es ist klar, dass ja später innerhalb der nächsten halben Stunde erstmal eine Gabel in jemandes Fleisch rammen wird und dann panisch aus dem Ding rausrennt. Denn es war ja einer von denen. Jetzt ist ja so eine Gabel nicht das ultimative Mordwerkzeug und der nicht besonders kräftig, aber selbstverständlich ist es die Aufgabe des ewigen Neulings, geradezu Frischlings, jetzt den Typen, der ja doch blutet und um sich schlägt und vermutlich allerlei lustige Krankheiten besitzt und auch gerne weitergeben möchte, rauszuwerfen. Ja. Geht's Ihnen nicht gut? Na, ich sag mal, der hat eine Gabel irgendwo in den Arm bekommen, es blutet halt schon so ein bisschen, aber ansonsten geht's dem gut. Na guck. Na, also entschuldigen Sie, Sie belästigen die anderen Gäste. Mann, Alter, der hat mir ne... Hast du ein... hier... Da war drum? Ich guck mal zu den netten Mann. Dafür nicht, Mann. Schmeißen raus. Wichser alle! Wichser seid ihr! Wichser! Ja, es tut uns leid. Dummer Wichser! Ja, es tut mir leid. Aber wir werden das gerne, werden wir euch morgen noch wieder was zu essen geben. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, wahrscheinlich morgen, wenn du hier wieder kommst. Hä? Ich bin dicke mit denen da. Was schon mal sehen. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Fick dir, Wichser, Mann. Ja, dann geht er. Tschüss. Weißt du jetzt, was ich mit Premium meine? Mhm. Ich meine, wenn du tatsächlich längere Zeit obdachlos bist und gerade in Shadowrun wirst du psychisch, sag mal, Also du würdest dich mit Albina nicht wirklich gut verstehen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, das kann durchaus passieren. Ne? So. Aber kommen wir doch eigentlich zum Wesentlichen und das, auf was ich mich am meisten gefreut habe. Wie schön. Ich meine doch nicht dich. Ach, da bin ich froh. Nee, Kaban, es wird so sein. Manche von denen sind ja, theoretisch dürfen die ja auch bis zur Schließung da drin bleiben, auch wenn die aufgegessen haben. Es kommt, wie gesagt, ab und zu mal zu kleinen Rangeleien und so'n Shit. Bei einer Rangelei, es ist ja so, auch Straßenbewohner haben ja Bedürfnisse. Also Schlaf, Essen und auch Ficken. Es ist okay. Nicht so, als würden hier alle hingucken, was in den hintersten Rängen passiert, aber du als Verteidiger der wahren Blödsinns. Nee, der Weiblichkeit. Dir wird natürlich ins Auge fallen, wenn da irgend so ein Heckenpenner seine Hand in die Hose einer Frau schiebt und dann die wird sich auch versuchen zu wehren, aber es sind auch andere, die vielleicht festhalten würden und ich meine, es ist nicht so, als würden die jetzt mitten in dem Ding vergewaltigen, aber es gibt ja zum Beispiel eine Ecke, wo dann die Klos sind und da wird die hingezerrt. Entschuldigen Sie. Ich stelle mich dazu. Du müsstest erstmal ganz kurz warten. Du sagst, entschuldigen Sie und stellst dich dann hin. In welchem Gestus? So, ich komme mit einem entschuldigen Sie, ein bisschen energisch quasi, auf die zu. Gut, dein Blick fällt auf die Frau, deren Blick natürlich, wie es in so einer Situation immer ist, auf den Boden getackert ist. Aber ihr fettiges und an einigen Stellen schon etwas lichteres Haar gibt Blick auf ihr Gesicht frei. Ich sag mal, ist vielleicht ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gewesen. Nicht dein Ernst. Weil ich hatte ja vor ganz, ganz langer Zeit bei der Tischrunde ausgewürfelt, wie starrsinnig sie ist und wie erfolgreich sie ist. Und sie war sehr starrsinnig, aber nicht so erfolgreich. Entschuldigung. Puh. Die drei, warte mal, wie sind da jetzt? Nehmen wir erstmal 3, also ohne sie. Du hast ja gesagt, entschuldigen Sie, gucken dich jetzt an, wow, einer nach dem anderen. Nee, raus. Allesamt. Also sie können hier bleiben. Was bist du denn jetzt so? Nein, das Junge, die nicht. Das halt deine Fresse und verpiss dich aus diesem Laden. Das sagen die nicht, das wollte ich doch nicht. Ey. Raus. Ja, die werden gehen. Ich guck mir, ihr Hand unter ihr Kinn, guck mir ihr Gesicht an. Hand unter ihr Kinn, okay, ausgezeichneter Gestus. Und kommt nach oben halt, ne? Jo, sie wird dich nicht wirklich erkennen, aber wenn du die Hand unter ihr Kinn legst, wirst du damit den guten alten und besten aller Reflexe auslösen, nämlich den, fassen wir es kurz, das ist auch so eine Art PTBS. Ich sag mal so, wenn du ihre Augen blickst, siehst du, dass ihr das nicht zum ersten Mal passiert ist und für alles andere bräuchte ich meine Menschenkenntnisprobe bitte kurz. Charisma-Intuition. Charisma-Intuition. Warum bin ich jetzt so gut da drin? Weil ich meinen Bildungsauftrag erfüllen möchte. Und das Würfeltour hat das gewusst. Es ist ja so, das Hand unter das Kinn der Frauen wird ja oftmals als ramontische oder aufmunternde, ja tolle Geste irgendwie wahrgenommen. Aber tatsächlich berichten relativ viele Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden, dass es genau die Geste ist, zusammen mit dem Geruch, der sie am meisten triggert. Denn das ist halt auch oft eine Geste, die kurz hier passiert, bevor ihnen irgendwas reingesteckt wird oder sonst irgendwas. So, da die jetzt getriggert wurde, ist die quasi eigentlich nicht mehr Herr ihrer Sinne und ist quasi schon im Modus, ich werde gleich gefickt, ich halte still, sage nichts und vielleicht verprügeln die mich am Ende nicht und klauen mir meine Schuhe. All das wirst du mit deinen wunderbaren 3 Erfolgen dir ungefähr erschließen können. Und sie ist es wirklich. Das ist ja Wahnsinn. Es ist also 100% Freya. Vielleicht ist sie noch ein bisschen sehr abgemagerter, vielleicht wurde sie einige Male zusammengeschlagen. Alle Zähne braucht man nicht unbedingt. Zeichen von Drogenkonsum zeichnen sich deutlich ab. Sie stinkt einfach wie die Pest selbst. Und ja. Und ist gerade eine Fleischpuppe. Mit erschreckend wenig Fleisch. Ach. Ich führe sie, glaube ich, wohl. Nein, er bleibt erstmal ein paar Minuten vor ihr stehen, glaube ich. Das, Hey, Alter, bist du jetzt hier, um zu helfen, oder bist du hier, um irgendwie dumm rumzustehen? Ich helfe gerade und halt deine Fresse. Die kannst du dir später vornehmen. Und vielleicht nicht in meiner Sichtweite. Ich drehe mich um. Geh zu ihm hin. Alter, pack das Essen auf den Teller und halt deine Fresse. Mit der Einstellung verpiss dich, Alter. Ich brauch keinen, der dumm rumsteht und dumm rumquatscht. Dann hau die Schürze weg. Die wurde gerade von einer vergewaltigt. Die Kleine wurde gerade vergewaltigt. Setz dich dahin und gib den Leuten das Essen. Ich helfe dir gleich wieder. Du verpiss dich oder ich gehe hinter. Er deutet in Richtung Büro. Falscher Moment, um mir das jetzt gerade zu drohen. Was ist denn der richtige Moment, Neandertaler? Vielleicht nicht, wenn gerade jemand fast vergewaltigt wurde. Ah, oh, okay. Er geht zum Büro. Jojo, du musstest eine ganze Weile warten. Der hat nämlich noch lange telefoniert, hat sich dafür auch entschuldigt. Ne? So, und da kommt jetzt aber der andere Typ rein. Chef, der Typ da vorne, der helfen wollte, macht nur Stress und will jetzt nicht gehen, kann ich ihn rausschmeißen. Na klar, mach. Okay, na. Dann geht er raus. Verpiss dich oder ich ruf die Bullen. Die Kleine darf hier heute Abend bleiben. Richtig? Unbehelligt. Jojo geht mal nach vorne. Der andere Typ kugelt sich gerade. Junge, falscher Moment. Alter, du sollst dich verpissen! Jojo, geht mal zu Kaban. Und, Sie wird wahrscheinlich sehen, der Typ explodiert gleich. Deswegen nimmt sie ihn jetzt mit raus. Komm. Puh. Das ist nicht in Ordnung. Komm. Ich meine, ich hab's dir gesagt. Was hast du mir gesagt? Nicht dir, ihr. Wem? Freya. Ey, Daddy, wenn dein Kopf bei dem Worten ihr in Freyas Richtung guckt, dann ist sie aber nicht mehr da, ne? Okay, das ist gut. Hä, wem? Freya? Wieso Freya? Die war gerade hier. 3 Leute wollten sie gerade nach hinten ziehen, um zu vergewaltigen. Ah. Komm, wir gehen jetzt erstmal raus. Und dann klären wir das in Ruhe und dann. Okay. Mhm. Ja, sie geht mit Kaban raus, geht ein paar Schritte weg. So was passiert. Ich weiß. Was weißt du? Dass sowas passiert? Aber muss es jetzt gerade jetzt passieren? Nein, ich frage, was ist passiert? Ach so. Der Text bleibt wie jetzt. Ach so, Ich habe gesehen, wie dieses obdachlose Mädchen nach hinten gezogen wird, um zu vergewaltigt zu werden, wollte dazwischen gehen, weil muss ja nicht unbedingt sein. Die sollen ja schließlich zu unseren Mädels gehen. Und dann war das Freya. Die 3 leben noch, keine Sorge. Ja, das dachte ich mir, dass sie noch leben. Komm mit. Ich gehe hinterher. Sie setzt sich mit ihr ins Auto, fährt mit ihr in irgendeine Kneipe, bestellt ihren Schnaps und setzt sich mit ihr an den Tisch. Der Schnaps bleibt da stehen, durchaus. Okay. Erstmal. Okay. Ich hab's ihr gesagt, dass sie ihr Leben Ich weiß. Aber wahrscheinlich konnte sie das in der Situation einfach irgendwie nicht. Ja, sie konnte nicht wissen, dass du recht hast. Vielmehr regt mich gerade dieses kleine blöde Arschloch auf. Welches? Der Pisser, der da hinter der Theke stand. Wieso? Der hat mich aufgefordert, sich später zu nehmen. Ja. Naja. Verfickte Scheiße. Ich kann nachvollziehen, dass sich das aufregt. Das ist auch nicht geil. Nein, das ist schon ein bisschen ungeil. Ist es. Aber ich meine, du hast ihm keine reingehauen und du hast dich einigermaßen, du hast dich im Griff gehabt. Das war okay. War gut. Wenigstens das. So, auch wenn die Situation echt scheiße war, das kann ich nachvollziehen. Schlechter Trost, ich weiß. Du kriegst ein schiefes Lächeln von ihm. Ich hab's versucht. Passt schon, das ist... Willst du irgendwas unternehmen wegen Freya? Und die finde ich sowieso wahrscheinlich auch nicht so wieder. Und was soll ich dann machen? Keine Ahnung. Gott. Naja, es kann sein, dass sie dir vielleicht noch häufiger über den Weg läuft, wenn sie hier nur neu ist. Möglich. Kommst du damit klar? Frag mich das übermorgen nochmal. Keine Ahnung. Ich kann es so nicht jetzt gerade nicht sagen. Du hängst immer noch ziemlich an der, kann das sein? Das nicht, aber... Also... Naja, irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, weil du irgendwie... Also ich sag mal... Sie war eine Person, die mir was bedeutet hat und jetzt ist... Ne? Normalerweise hätte ich den Typen jetzt einfach eine reingehauen, wie gesagt, verpiss dich, pass auf dich auf, hier hast du ein Messer. Ging ja nicht. Hm. Außerdem in der Situation, ihren Messer in die Hand zu drücken, wäre auch nicht gut gewesen. Das kann sein. Vielleicht hätte sie es auch gar nicht genommen. Möglich. Ich glaube, die hat mich nie mehr erkannt. Ja. Ich meine, wenn sie so weit ist... Das war mit Sicherheit nicht das erste Mal. Das kann gut sein. Deswegen frage ich, ob du irgendwas machen willst. Keine Ahnung, du sie finden willst oder nicht, oder sie dann irgendwo hinstecken, weiß ich nicht. Ja, was sollte mit ihr machen? Ich kann doch eh nichts dafür machen. Ihr Leben ist für den Arsch und das kann ich auch nicht mehr ändern. Naja, es ist die Frage, ob du es willst. Also wenn ja, finden wir bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Im Zweifel, keine Ahnung. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es schon so spät ist, ist hoch, aber... So wie die aussah. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht jetzt auch einfach ein schlechter Zeitpunkt. Kann sein. Ich weiß es nicht. Wenn ja, sagst du Bescheid. Mhm. Und das schleusen wir dann am System vorbei, wenn du weißt, was ich meine. Zwinkert. Das zum Thema System. Ich bin da rausgeflogen. Strafarbeiten. Yay. Jetzt nimmt er den Schnaps und gibt ihn weg. Du kannst auch einfach mal mit Vlad labern und es kann gut sein, dass du mit sich reden lässt. Und er wird sowieso fragen, was da los war. Und... Wird das wohl. Ich sag mal, der steht auch nicht besonders auf so einen Kram, deswegen... Naja. Willst du noch einen? Naja, passt schon. Er knallt ihn ein bisschen unsanft auf den Tisch. Und dann... Ich hoffe, ihr habt dir deinen Job jetzt nicht versaut. Nö. Easy. Hast du nicht. Dann gehe ich mal zum Boss und berichte ihm, dass ich da rausgeflogen bin. Mach das. Läuft. Sie kriegt eine Ghetto-Faust. Wie gesagt, erzähl ihm einfach, was los war und ne? Yep. New Team. Und wenn alles scheiße ist, dann sagst du Bescheid und dann setzen wir uns hin und trinken Bier oder sowas. Das kriegen wir bestimmt hin. Ich meine ja nur. Juti. Ist jetzt ja auch schon nicht 1,5 Jahre her. Ein Jahr. OT, wie lange ist das ungefähr? Jetzt mehr als 1,5 Jahre. Na, auf gar keinen Fall. Die Trennung Freya war am 14. November und wir haben jetzt den 26. September, also sind das 10 Monate ungefähr. Was? 10 Monate? Das zweite Springen heute, das mittendrin war nur irgendwie 2 Wochen oder so. Ach so. Und das davor waren 3 Monate, ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, da gibt's immer. Kaban kriegt eine Ghetto-Faust und Jojo geht dann zurück. So, Ladies first. Ja, die geht dann wieder rein und geht auch hinter. Gut, da sitzt so ein russischer kurzer Breitschädel. Das ist sehr präzise ausgedrückt. Der Kiefer ist, also der Unterkiefer vor allen Dingen, ist etwas zu groß für sein restliches Gesicht. Aber dieses äußerliche scheinbare Manko hatte natürlich geschickt zu einem unwiderstehlichen Markenzeichen umgewandelt. Er hat einfach 7... Das sieht übel scheiße aus. Er hat den schönsten Glasfaserhaar-Backenbart, den du je gesehen hast, in den über das Regenbogenfarben ständig blitzen. Des Weiteren trägt er so eine, wie heißen die gleich, diese Perserhosen da, diese geilen? Keine Ahnung, wie die heißen, Perserhosen. Diese geilen Perser-Pascha-Hosen. Und hier, was für oben rum. Beine schön auf dem Tisch und diese geilen kleinen Muckschuhe. Wie auch immer die heißen. Mir völlig egal. Die da. Alles klar. Da muss ich allerdings vorher nochmal Informationen einholen vom Spielleiter. Und zwar, wenn ich Felix jetzt richtig verstanden habe, zahlen die schon irgendwie? Oder zahlen die Schutzgeld? Zahlen die kein Schutzgeld? Wie sieht denn das da jetzt gerade aus? Die zahlen kein Schutzgeld, weil ihre Operation nicht groß genug wäre, dass es sich für die oder euch lohnte. Die passen quasi auf ihr Ding selber auf, aber die haben, also was man da macht, ist halt so ein bisschen Lebensmittel am Staat vorbeiführen. Das ist halt einfach kein Betrag. Wenn das natürlich Drogen in größerem Umfang wären, dann sollten sie schon was zahlen. Wenn es Drogen in kleinerem Umfang sind, nehmt ihr von den meisten nichts, weil es mehr Aufwand als alles andere ist. Ja. Und man weiß ja auch eigentlich nie, wer so einen Laden unterhält, weißt du, weil das ist halt irgend so ein Dude. Mhm. Okay. Ja, sie geht dann da rein. Hi. Ach so, jetzt habe ich Zeit. Oh shit. Dich habe ich ja schon mal in der Brennerei gesehen, oder? Der war in der Brennerei, OT? Kommt der ihr bekannt vor? Tja, du hast halt ein fotografisches Gedächtnis, deswegen würde ich sagen, du hast ihn vielleicht schon mal gesehen, ein einziges Mal oder so. Am Rande. Aber auch in der Brennerei und nicht im Vorraum, ja? Ja. Genau, das war, als so ein Ork sich mit Fresh geprügelt hat und du hast die ganze Zeit mit Proto gequatscht. Schöner Abend. Ja, aber okay. Nastja, ne? Ja. Grüß dich, Nastja, ich bin der Kalif. Hi. Gut. Also. Mir ist da irgendwie zu Ohren gekommen, dass hier nicht nur der übliche Kram läuft, der eben in solchen Suppenküchen läuft, sondern noch ein bisschen mehr. Ein paar kleine Nebengeschäfte, kann das sein? Ich weiß, du wirst mir jetzt wahrscheinlich gerne eine Antwort darauf geben wollen, oder? Das ist halt der Moment, wo du auch deine Tattoos zeigst, sagst du? Ja. Weil sonst hätte er sich jetzt schon wundern dürfen. Mhm. Oh, Doppelfunktion. Sowas gibt's in der Brennerei. Verdammt. Nebengeschäfte, ja, tatsächlich. Aber nicht in einem Umfang, die euch interessieren sollten. Keine Ahnung, irgendwie ist uns da zu Ohren gekommen, dass da doch größere Drogengeschäfte hier laufen sollen. Drogen gar nicht? Nee, eigentlich nicht. Sondern? Also ich meine... Wenn, dann wüsste ich nichts davon, aber... ich würde da ungern ins Detail gehen, muss ich sagen. Das ist prinzipiell okay, aber ich sag mal, es wäre schon interessant zu wissen, ob an der ganzen Sache jetzt was dran ist oder nicht. Das kann ich sehr gut verstehen. Und wenn du sagst, du weißt nichts davon, das, was vielleicht sogar sein kann, ich meine, das hier ist eine... Hier kann ja quasi jeder rein und raus. Also erstmal würde ich natürlich interne Ermittlungen einleiten. Das ist ja schon mal klar. Das würde ich natürlich machen und dich dann darüber aufklären, wenn ich mal sowas wie eine Comic-Nummer kriegen würde. So, und wenn ich jetzt sagen würde, wir machen anders. Sagen wir mal, in die Richtung Informationsfehlerei geht's. Aber, also ich meine, das läuft nicht wirklich durch euer Turfs. Also, es betrifft jeden Mal, aber es betrifft eigentlich keine Gangs. Und das ist nur manchmal ein Treffpunkt, den wir wählen, um dann halt zu verkaufen. Aber so in einen von 5 Fällen. Mhm. Okay. Pass auf. Prinzipiell alles kein Ding. Über die Drogensache, das ist ein Ding. Wenn da irgendwas läuft, dann will ich das gerne wissen. Dann kriegt ihr Bescheid. Ich fand Drogen immer schon scheiße. Und mit der anderen Sache, alles ist ganz zu machen. Wenn mal was dabei sein sollte, was uns betrifft, dann hätte ich gerne, dass du mir das mitteilst und dann kann ja alles so laufen, wie es soll. Nicht so geil. Also ich meine, ich kann dir versprechen, dass ich nie Infos über euch raussuchen werde und weitergeben werde. Und ich kann dir versprechen, dass ich, wenn mich jemand fragt, das immer ablehnen werde. Aber sobald ich irgendwas raussehe, also ich kann da keine Kunden verkaufen. Gut, mit dem ersten Teil bin ich auch zufrieden. Da haben wir auf jeden Fall einen Deal. Jo. Hast du auch geflüstert gehört, welche Drogen das sein sollen? Nee. Na gut, dann gibt's erstmal vorne eine Taschenkontrolle ist echt nicht gut. Ja, kriegst du in den nächsten Wochen, gib mal Comic-Nummer. Jo, sie gibt ihm eine Nummer. Mhm. Alles klar. Gut. Kriege ich auch eine Nummer? Ja, na klar. Ja. Ja, na klar, aber warte mal. Du kriegst eine, das ist aber jetzt einer von den Mitarbeitern, den ich aufklären würde. Warum nicht deine? Na, das ist der sich mit dem Matrix-Kram auskennt und da würde ich gerne mal auf Nummer sichern gehen. Aha. Hm. Du wirst mir ja jetzt keine Nummer gegeben haben, die du mal schnell bei irgendeinem Matrix-Service-Provider angelegt hast, sondern du wirst mir eine Nummer gegeben haben, wo dein Ganghacker gesagt hat, ich habe hier für alle 7000 gut. Nummern, da siehst du. Okay, wenn du den anrufst, das ist der Donga. Alles klar. Gut. Okay. Dann? Krieg ich ja Bescheid. Sprechen wir uns. Genau. Mach's gut. Achso, das ist eigentlich eine richtig gute Frage. Soll ich mich dann darum kümmern, dass das aufhört? Weil ich das Gefühl habe, wenn ich euch sage, okay, das ist das und das und das macht der und der und das passiert dort und dort und das ist in dem und dem Maß. Sehe ich kommen, wie hier einfach Motorräder über diese Straße fahren und Menschen hinter sich herziehen, was schlecht für mein Geschäft wäre. Das sehe ich absolut ein. Trotzdem will ich eigentlich auch ganz gerne erstmal wissen, wer von wem und in welchem Maße und... Und dann würden wir uns nochmal zusammensetzen und besprechen, ob ich mich nicht einfach darum kümmern kann. Genau. Na, okay. Das war der Plan. Sehr gut, dann machen wir das so. Juti. Dann mach's gut und bis die Tage. Hau rein. Sie geht. Gut. Beim Rausgehen, der Typ hinterm Tresen wird an den Typen, dem Kaban angeboten hat, sich hinzusetzen, weil der bestimmt wieder ein bisschen nervig war, gerade mit der Schrotflinte rausbedrohen. Und dann nochmal ordentlich verwemsen. Also soll er? Bis er halbtot ist. Soll er doch. Ja, aber ich wollte noch Stimmung aufbauen. Ach so. Damit du ins richtige Feeling kommst. Ich ins richtige Feeling? Muss ich jetzt noch irgendwen abschlachten oder was? Ja, ich weiß noch nicht, was du gleich machst, wenn wir hier aufhören. Ach so. Ja, ich auch nicht. Da muss man ja für alle Eventualitäten vorbereitet sein. Kaban! Mhm. Ich hole mir meine Abreibung vom Schiff ab. Du fährst zurück, du gehst auf Land und da ist noch mit drin der Konstantin und Gänger. Jo. Das ist nämlich Flummi, du musst unbedingt mal die Gängerliste schon mal die jetzige schicken, auch wenn die scheiße ist. Ach so, ja, kein Problem. Weil dann Bildern so ein Shit. Delhi, das kann ich dir sogar jetzt über Skype schicken, wenn du willst. Könntest du tun. Du weißt auch, dass wir Sachen in unserem Teamspeak-Server hochladen können? Das habe ich ausgestellt aus gutem Grund. Ah nee, das geht auch bei dem hier nicht. Das ist nicht mit drin. Ach so. Wer ist denn da noch mit drin? Die sind alle doof, auf die habe ich keinen Bock. Reicht ja auch erstmal Vlad und Konstantin. So. Solltest du jetzt nicht noch irgendwo Säunudeln auf den Teller patschen? Ja, es hat sich da was ergeben, dass ich da weg musste. Es hat sich was ergeben. Ja, da waren so 3 Typen, die wollten ein junges Mädel vergewaltigen. Habe ich mir gedacht, das wäre aber nicht ganz so hübsch und ganz so freundlich, wenn die das tun. Du fängst ja die ganze Geschichte nochmal an. Und machst es mal weniger lapidar, sondern mal so, wie es passiert ist und nicht so, das hat sich so ergeben und da habe ich mir so gedacht, das ist was wir erzählen, wenn wir über eine Alte quatschen, die wir genagelt haben oder so ein Scheiß. Das hier ist jetzt eine ernstere Sache. Sein Gesicht wird böse, gerade, wenn du das sagst. Also machst es bitte nochmal ernsthaft. Danke. Da waren 3 Typen, die wollten eine Kleine vergewaltigen, da bin ich dazwischen gegangen, hab die rausgeschickt, aber mir ist aufgefallen, dass es meine Act ist. Dann hat der nette Herr hinter dem Tresen mir doch weismachen wollen, dass ich die später ficken soll und jetzt endlich wieder auftischen soll. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll sich drum kümmern, ich kümmere mich um die Kleine. Werde sie aber nicht anpacken. Dann hat er mich rausgeschmissen. Ist dabei keiner gestorben. Was war der letzte Satz? Ist aber keiner bei gestorben. Ist ja eigentlich klar, was das für ein Bild von dir liefert, wenn du denkst, dass das ein Satz ist, den du hinzufügen musst. Dass ich also erwarte, dass du deswegen irgendwelche Leute schlachtest. Naja, Standardaussage von euch ist ja, ich reagiere manchmal über. Nee. Aber weißt du, was das für ein Bild liefert? Natürlich ist da keiner gestorben, Mann! Also, Kaban, du holst jetzt, gehst erstmal in die Bar vorne und holst erstmal eine Bulle Schnaps. Oh. Ich komme wieder mit 3 Gläsern. Lass die Scheiße weg, der Geschirrspüler ist schon voll und ich habe gerade keinen, den ich... Du bist ja da, aber mit dir will ich ja gerade reden, wir saufen aus der Flasche. Okay. So. Ah, das ist richtig gut. Also, in meinem Dorf hier wird eine Vergewaltigungspolicy. Sagt man nämlich in Englisch. Das ist richtig. Da bist du dazwischen gegangen. Guter Mann. So. Wichtig für uns beide jetzt. Und für dich auch, Konstantin. Du. So. Dass wir dann nicht anfangen, Richard auszurasten. Weil das ist überall trotzdem noch Standard. Wenn der dir sagt, du sollst sie später vögeln, dann weißt du genau, dass der sich auch dann mal hinstellt, wenn die mit der fertig sind. Dass das jetzt deine Echse ist. Ist richtig kacke. Das ist richtig kacke. Aber es wird immer passieren. Deswegen gibt es 2... Am Anfang habe ich gesagt, jedem, den wir hier erwischen, der irgendeine Alte vergewaltigt, dem wird der Kopf abgehauen. Das ist aber scheiße. Es gibt 3 Grundregeln. 3 Grundregeln. So, die erste ist, du guckst zuallererst, noch bevor du da überhaupt einschreitest, guckst du zuallererst, hat der Typ offensichtliche Wori- oder Gang-Tattoos. Wenn du jemanden runterzerrst, und wenn das nur eine 10-Jährige ist, stellt sich raus, inner von Jegors Leuten. Nicht gut. Hm. Kann man verstehen, ja. So. Zweite ist, die Regel, das gibt's so ja im Gesetz, da wurde ich schon mal für, egal. Ist eine Regel warte mal, ich hab's gleich wieder. Der Verhältnismäßigkeit ist es nämlich. So. Was ist in der Situation verhältnismäßig? Du zerrst die von der runter und dann gibst du dir noch richtig eine mit. Wenn du die ins Kummer prügelst, wird's schon schwierig. Wenn du die umbringst, ist das nicht mehr verhältnismäßig. Es sei denn natürlich, ist eine von den Frauen, die hier wohnt, ist eine von den Frauen, die sehr oft da ist, oder es ist eine von unseren Juden-Geschäftspartnerinnen, oder es ist eine von den Geschäften, wo wir auch Schutzgeld nehmen, denn dafür sind wir ja zuständig. Aber auch bei denen, wo wir Schutzgeld nehmen, ist erster Blick Worry oder nicht. Nur bei denen, die hier unmittelbar Gängerinnen sind, guck mal, ist es Tattoo scheißegal. So, dann werden die sofort umgelegt. Dritte Regel. Ist halt doof, wenn man als Spieler da anfängt mit 3 Regeln und dann hat man 2 im Kopf und bei der dritten muss man jetzt irgendwie noch drum rumreden. Also Verhältnismäßigkeit und Tattoos sind ja ganz wichtig. Dann ist aber das dritte nämlich die Regel. Dritte Regel ist auch richtig wichtig. Dritte Regel ist die Regel Scheiße, nochmal, so ein Gänger kann auch richtig schlimm überramontisch sein, ne? Ist die Regel der Unschuld. Und damit meine ich nicht von das reinfutschen Jungfrau sollst du jemanden runterzehren, aber wenn das Kinder sind. Und du rastest ein bisschen aus. Dann wird dir keiner einen Vorwurf machen. Rastest aber aus und da ist ein Tattoo. Schlecht. So. Hast du, wenn du dir jetzt die Situation in Erinnerung rufst, waren da Tattoos? Oh, die waren da Tattoos, ich habe da nicht drauf geachtet. Dann wirst du ihm das wohl sagen müssen. Konnte ich so nicht sehen, ich habe da auch nicht so wirklich drauf geachtet. Weißt du also nicht? Also, dass ich das Gesicht gesehen habe, war... Weißt du also nicht? Nee, weiß ich nicht. So, fürs nächste Mal. Wichtiger Blick. Dann... Zweiter Punkt. Das Tattoos ist ja so eine Metapher. Was war das für ein Laden? Das war die Essensausgabe. Genau. Warum, warte mal, wusstest du, warum Joel da hingeht? Nee, ne? Weiß ich nicht. Puh, Glück gehabt. Das war, also Glück gehabt, hat er natürlich nicht gesagt. So. In deinen Augen war das eine Essensausgabe und damit war das alles noch okay, weil das war irgend so ein Spaß, der dich dann noch blöde angeht. Easy. Jojo war dort wegen irgend so einem Yang-Gespräch. Ja, was Geschäftliches. Das heißt, du wusstest in dem Moment nicht, wer dahinter steht. Muss ja auch nicht mal die scheiß Worry sein, kann ja auch jemand anderes sein, der ein bisschen Einfluss hat. Das heißt, wenn du weißt, das ist ein Geschäft, wo jemand mit Einfluss dahinter steht oder stehen könnte, kannst du unter Umständen nicht mal die Wichser runterziehen. Mhm. Okay. Nicht mal von deiner Exe. Ich nehme ihm mal die Flasche aus der Hand und trinke einen Schluck. Okay. Davon, also ich meine, auch für die Zukunft. Wenn du vorhast, die hier in irgendeine alte anzuschleppen, der musst du dir ganz genau überlegen, was du dir für einen Status gibst. Wenn du irgendwann mal hier sagst, okay Leute, mit der ist mir ernst, dann heißt das nicht nur, dass die beiden Alten mit dem Popcorn aufhören werden, sie anzubaggern und rumkriegen zu wollen, und dass wir alle die Finger von der lassen, sondern heißt das auch, für die könnten Ausnahmen gemacht werden. Könnten, wenn die lange genug da ist. Aber jeder andere, den du mitbringst, wo es nur so ein bisschen ist, die steht auf jeden Fall unter der Gang und unter den Gang-Geschäften und damit auch, liegt sie auch unter den Gang-Geschäftspartnern, wenn es sein muss. Oh. Verstehe. Kannst du damit leben? Wenn es nicht ernst ist, dann ja. wenn es ernst wird, dann werde ich es halt ansagen. Wenn du jetzt auf der Straße siehst, wie deine Exit durchgevögelt wird. Schau ich nach einem Tattoo. Kannst du das? Das kriege ich hin. Ich habe den Leuten ja nicht meine verpaut, weil man mir gesagt hat, ich soll nett zu denen sein. Du bist ja, das war ja irgendeine Essensausgabe. So, es waren also 3 Penner, die sind zu dahin, du hast dich dahin gestellt, du bist ein großer, starker Ork, die sind vermutlich abgehauen. Sie. So, wenn die gesagt hätten, verpiss dich oder stech dich ab und weitergemacht hätten. Also einer hätte ja reicht, um dich mit dem Messer zu bedrohen. Bist du sicher, dass du da hättest weggehen können davon? Das nicht angucken. Nichts machen. Hältst du das aus? Das wäre schwer geworden in dieser Situation. Aber ja, ich denke... Dann lüg mich nicht an. Hatte ich nicht vor. Das wäre verdammt schwer geworden. Jetzt pass mal auf. Die Mutter meiner Kinder halte ich heute für einfach so eine richtig dumme Fotze. Ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Die war nervig, Alter. Die muss einfach eine richtig goldene Muschi gehabt haben. So wohl kann sich mein Schwanz ja auch nicht hinterher gefühlt haben, dass ich das ausgehalten habe. Gottes Willen, wenn ich mir vorstelle, dass die meine Kinder erzogen hätte. Aber wenn ich sehen würde, wie 4 Typen auf der Straße über die herfallen, denkst du, da würde ich jetzt sagen, es wäre schwer, aber ich würde es aushalten. Alter, ich würde die Typen zerruppen. Und du bist doch genauso wie ich. Also, naja, wir sind uns doch ähnlich. Erzähl mir doch nicht, du hältst das aus. Wie gesagt, es wäre verdammt schwer geworden. Ich glaube auch nicht, dass ich das hingekriegt hätte. Gerade hieß es aber noch, du hättest es hinbekommen. Was denn jetzt? Nur weil ich dir gesagt habe, dass ich es nicht hinkriege, willst du gleich aufgeben oder was? Nee, hör mal auf mit dem Scheiß. Junge. Ich hätte es versucht. Siehst du, das ist erstmal das Wichtigste. Es gibt einfach Situationen, die sind übelst behindert. Die Grundregeln kennst du. Ob du scheitern wirst in Zukunft, denn das kann dir nochmal passieren, weiß keiner. Aber du musst dich auf jeden Fall richtig anstrengen. Aber dass du prinzipiell eingeschritten bist, ist schon mal genau... Oh, Alter, von dem Wodka kommen immer ganz komische Rülpser. Da denke ich mir immer, mein Magen macht komische Sachen mit mir. Ich glaube, da kann sich irgendwas nicht entscheiden, ob es hinten oder vorne raus will. Ich muss mir an Fäkalienbälder nachgedacht. Was soll denn das sein? Ich hatte letztens eine AR-Werbung davon. Keine Ahnung. Ich war ja lange Zeit im Krankenhaus. Was ist denn das jetzt? Naja, da kannst du da quasi dich entleeren drin. Ich soll mir einen Eimer um den Arsch binden oder was? So eine Art, das wird ja aber eingebaut oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Eingebaut, ha? Mhm. Eigentlich gar nicht dumm. Irgendwie finde ich das für einen Arsch. Ich gebe ihm ein schiefes Liegen dabei. Gottes Willen, bitte versuch nicht lustig zu sein. Ja, aber guck mal, wenn wir irgendwie stundenlang auf dem Motorrad sitzen, um zur Kolonie rauszufahren, Alter, so ein Fäkalienwälder. Kann mir ja schon geil vorstellen. Oder du, wenn du stundenlang, nächtelang Wache stehst irgendwo in dem Lagerhaus, wie sowieso keiner kommt, weil gar nichts drin ist. Oh, jetzt habe ich mich auch verraten. Da wäre das doch auch geil, oder? Bestimmt. Aber ist jetzt auch gar nicht Thema. Du kriegst jetzt eine Hausaufgabe? Moody-Heft raus. Ich hab ja einen Comlink quasi. Ja, das meint ja vermutlich auch. Du gehst in dich und du überlegst dir ganz genau, ob du das kannst. Zur Not kann es sein, dass du irgendwo ein Geschäft mit jemandem aushandelst und das, was weiß ich, das ist dann, keine Ahnung, in seinem Bossquartier oder was weiß ich, ne? Und dass da gerade die übelste Orgie ist und die Bitches alle ihr fesselt sind und heulen. Und dass der es für geil hält, seine Macht an dir zu demonstrieren, indem man die Bitches dann fickt. Ob du da zugucken kannst. Das musst du dir die nächsten Tage überlegen. So, dann will ich da auch überhaupt keine Antwort drauf. Das musst du nämlich mit dir ausmachen. Aber du musst dir klar sein, was du kannst, was du nicht kannst, weil... Wenn du irgendwann mal später hier Gangmitglied sein solltest und ich sage, du musst da mal hin und du sagst mir, dort kriege ich hin und am Ende sind alle tot. Ist nicht so geil. So, und das gibt's ja noch 1000 andere Situationen. Was weiß ich, wofür du noch ein Herz hast. Ich gehe garantiert nicht irgendwo hin, wo ich weiß, da gibt's Geschäfte zu machen mit jemandem, der dort hier Menschenhandel macht und der schickt die ganzen kleinen Kinder dort irgendwo hin. Die Konstantin schicke ich da auch nicht hin. Da muss halt jemand ran wie jemand anders. Er wollte jetzt nicht unbedingt sagen, Jojo. Das ist schön, das blieb so unausgesprochen im Raum hängen. Ne? So, und das musst du für dich wissen, damit du mir später mal irgendwann eine Antwort geben könntest. Und da musst du ehrlich sein. Und, zweite Aufgabe ist, wenn du jetzt mal hier ankommst, nicht so flapsig, weil das wirkt immer so, als wäre das alles ja auch nicht so schlimm und ich muss entscheiden, ob es schlimm ist, was da passiert ist und nicht du. Du kleiner Manipulator, da. Hast du das mir jetzt aufgeschrieben? Habe ich. In großen Lettern nicht den Chef manipulieren. Konstantin, hast du irgendwas hinzuzufügen? Was ist denn aus deiner Exe jetzt geworden? Ich frag mal anders. Sitzt die jetzt draußen in dem Pickup und du hast ihr gerade versprochen, dass ihr jetzt ein gutes Leben bescherst? Nee, hab ich nicht. Sie war auf jeden Fall auch weg. Als ich dann gerade mit dem Typen hinter der Theke diskutiert habe. Na gut. Ich glaube auch nicht, dass sie mich erkannt hat. Du kriegst das schon hin. Alter, Konstantin, jetzt mal frage ich dich auf jeden Fall nicht, ob du irgendwas hinzuzufügen hast. So eine Scheiße. Mann, Mann, Mann. So, Kaban, du schreibst dir mit einem Adding auf dem Arm freigestellt. Du hast heute kriegst du noch frei und morgen kannst du noch ein bisschen rumschrauben an Motorrad. Und sonst musst du morgen nichts machen. Denn du hast eine Denkaufgabe. Ich sollte öfter Denkaufgaben kriegen, wie Denkaufgaben. So. Ich sag mal, man kann auch denken, während man nackt kopfüber an einer Straße freigestellt und morgen. Hab ich verstanden. Hau rein. Okay. Ach so, und schick mir mal noch Furio rein. Und mach ihm mal... Kannst ihm schon mal sagen, dass er sich auf Geschrei einstellen soll. Jo, mach ich. Ich geh raus, hol, Furio spielt gerade Billard mit Noran. Ja, ich, geh zu Furio, geb ihm eine Packung Oropax. Du sollst mal zum Chef. Und drück ihm die Oropax in die Hand. Okay. Scheint lauter zu werden. Danke. Jo, kein Thema. Die beiden Alten meinen, lass mal die Tür angelehnt, das wäre ja auch mal für uns interessant. Währenddessen schreibe ich mir übrigens schön freigestellt auf den Arm, bevor irgendjemand ihr was tut. Der Junge will betrügen, der will sich einfach selbst freistellen. Der ist genehmigt vom Boss. Das kann mir ja jeder erzählen. Ich finde, Du solltest, warte mal kurz. Man hört, wie ein unglaublich lautes Gebrüll von Vlads Büro ertönt. Ich finde, du solltest genau jetzt reinlaufen und nochmal abklären, ob das stimmt mit dem Freigestellten. Das passt schon so. Ja, du solltest es lieber jetzt sofort machen. Es wird nämlich immer lauter. Das ist eine... Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das klappt. Ah, das ist eine quadratische Funktion mit dem lauter werden. Du solltest wirklich dich beeilen. Es wird nicht besser. Ich habe das freigestellt, dann irgendwann fertig. So, siehst du? Freigestellt. Ich bin da mal. Naja, aber ich finde immer noch nicht, dass das jetzt irgendwie abgeklärt wurde, ob das stimmt. Ich meine, erzählen kann mir das jeder. Eigentlich müsste ich dich jetzt aus Prinzip des Trolldixie ausschaufeln lassen. Ja, du kannst ja gerne gleich reingehen oder ihm eine Nachricht schreiben. Oder du könntest Jojo fragen, das würde wahrscheinlich auch reichen. Jetzt pass mal auf, Kaban. Jojo war da gerade gar nicht mit drin. Also, das stimmt. Ich habe nicht die Pflicht, dir nachzuweisen, dass du zu tun haben könntest, sondern du hast die Pflicht, mir nachzuweisen, dass du nichts zu tun hast. Okay, ich setze mich einfach hin, warte, bis das Beruf wieder frei ist. Na gut, dann werden sie dir aber in der Zeit, wo du ja jetzt quasi nichts machst, natürlich Aufgaben zuweisen. Es ist ja so, dass der eine Alte einen sehr üblen, eingewachsenen Zehennagel hat. Was ja auch für ihn kein Geschenk ist und den müsste halt jemand behandeln. Ja, ich gucke mir das sogar mal an. Und habe ich irgendwelche Kräuter, die da helfen könnten, um das Alter loszuwerden? Bestimmt, oder? Na, ich sag mal so, um Alter loszuwerden, nimmt man eine Salbe. Aber du musst halt einfach das Ding rausschneiden. Dafür kriegt er mein Kampfmesser. Das ist ja nicht das Ding. Kampfmesser? Sicher. Willst du ihm den Zeh abhacken, oder was? Hast du eine Nagelschere? Nein, ich zieh mein Messer aus dem Rucksack und gib ihm das. Also auf meinem Schuh. Nee, dann nimmst du eine Nagelschere. Bist du wahnsinnig? Willst du irgendwie Blut ist im Schuh, oder was? Ja. Du wolltest das weghaben. Ja, und ich sage dir, wie du es wegmachen wirst. Nagelschere. Ja, darfst du in mein Bad gehen. Dann musst du dich aber noch 2 Tage gedulden. 2 was? 2 Tage. Nein, sobald ich nicht dich sehe, wie du die Tür zu Vlads Büro offen stehen hast und er mir zuruft, dass das klar geht, kann ich dir jetzt Aufgaben zuweisen. Das heißt, du gehst jetzt rein, wo er noch brüllt, oder in der Zeit, wo ich das noch nicht weiß, wirst du mir diesen Nagel jetzt behandeln. Ich werde jetzt den Nagel behandeln, das ist mir egal. Es gibt nur wieder Stress. Es ist die richtige Entscheidung. Ja gut, ich meine, das wird für ihn schlimmer als für dich. Das ist richtig. Ich hatte mich keine Erste Hilfe, glaube ich. Es geht nicht darum, hast du auf 1. Oh, es geht auch nicht darum, ob du Erste Hilfe hast. Es geht sogar auf 2. Die Methode ist einfach halt unschön. Dann muss man den sogar teilweise rausreißen, oder wie war das? Ja, nee, also rausreißen, je nachdem wie du rankommst halt, ne? Aber schneiden wäre halt schon besser. Ja, dann wird halt das Fleisch umherum wird aufgeschnitten und dann wird der Nagel entfernt, sodass der halt, ne? Das ist der schönste Tag in meinem Leben. So, dann gehe ich zum Schnapsladen, also zur Schnapsdingsbums, zur Theke. Oder den hochprozentigsten raus, den wir finden. Es gibt Desinfektionsspray, du Bastard! Ja, aber das möchtest du doch nicht trinken. Achso, nee, da habe ich vorgesorgt. Aha. Warte. Da, schön Rum. Ich hatte heute Bock auf Rum. Ja, während er den Schluck macht, dann mache ich den Schluck da drauf auf den Zeh. Du dummer Bastard, Alter, da gibt's Desinfektionsspray für... Aber das brennt doch gar nicht so gut. Es geht nicht darum, dass es brennt, sondern es geht um die medizinische Behandlung. Achso, ja, dann... Für die Aktion, Alter. Ha? Ich hole dann das Desinfektionsmittel raus und sprühe das dann nochmal ein. Komm mal her. Mhm. Er sprüht's dir in die Augen. Also in ein Auge. Und ich weiß, dass du Cyberaugen hast, aber du hast trotzdem noch Schleim heute. Ja, das ist richtig. Also aber ich erhöhe die Befeuchtung des Cyberauges, sodass es sich selber reinwäscht. Das wird trotzdem etwas dauern und dir den schönsten Schmerz bescheren, der dir seit ein paar Tagen in Erinnerung geblieben ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ey, super, jetzt darf ich gleich mit verweinten Augen zum Chef. Nur einem. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob Jojo reinkommt und meint Kaban, das ist aber ein bisschen übertrieben. Macht's aber nicht. So. Das Gebrüll wird irgendwann abklingen. Die latscht einfach nur so durch den Flur. Okay. So, wenn das irgendwann abgeklingt ist oder die Tür wieder offen ist, werde ich da auch mal wieder reingehen. Was denn? Die glauben mir nicht, dass ich freigestellt bin. Könntest du mal bitte drüber rufen? Natürlich glauben die das nicht, dann machen wir die Tür auf. Mach die Tür auf. Der Frischling hat volle Bude recht und wenn ich das nochmal sagen muss, kriegt jeder von euch eine dicke, fette Überschallschelle. Dankeschön. Die lasse ich aus Tschofrino importieren. So. Jetzt scher dich fort. Jawohl, fort. Garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. Na, ihr kleinen Unglücksbärchis. Hattet ihr einfach schon wieder Freya vergessen, wa? Ich auch. Deli auch. Flummis. Flummi sowieso. Aber so eine Gelegenheit wie die kommt ja so schnell nicht wieder. Also ich meine, was sollte ich denn da machen? Das passte. Das ist eine Möglichkeit, was hätte mit Freya passieren können. Was soll ich denn da machen? Das ist ja okay. Ich meine, ich habe ja nur versucht... Jojo und Kaban, die ja durch Jojos Leiden, das Psychische, zum Teil ja auch sich ein bisschen entfernt haben voneinander, wieder Bindungserlebnisse zu geben. Und wie nutzt die kleine Schlange, und damit meine ich Jojo, diese Möglichkeit? Daddy sagt ja, Jojo, Leute, da wurde ja Freya gerade verwaltigt. Und die, oh. Oh! Ein O, das man sagt, wenn Kaban hier eröffnet hätte. Und dann hatten die einfach nicht mehr die Sneaker, die ich wollte. Jetzt würde die sich natürlich rausreden mit, nee, ich wollte deeskalierend sein, da muss man ja neutral sein und so. Aber in Wirklichkeit, sag ich euch mal, was da in ihrem Kopf vorging. Und wenn Flummi ehrlich wäre, würde sie das auch nicht bestreiten. Und zwar ging da Folgendes vor. Oh Mann, Alter, das nervt jetzt. Das ist ja der übelste Spaßkiller. Ich will jetzt aber nicht, dass er sinnlos Stress macht. Ich habe ja noch was zu tun. Oh Mann, ja. Oh, ja, erzähl mal. Nee, ich guck nicht auf die Uhr. Nee, ich schreibe nicht nebenbei nach. Och ja, das ist schlimm, Kaban. Ich komm, lass mal ein Trinken. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ging davor. Kennst du sicherlich von deinen Freunden. Die sich ja auch nicht für dich interessieren. Also sind wir mal ehrlich, nicht für jeden Scheiß. Vielleicht für so einen Scheiß würden sie sich schon interessieren. Aber man mutet ja Leuten, die man gut kennt. Und die vorgeben, einen zu mögen. Oder es wirklich tun. Viel zu. Ich meine, ich mute sogar irgendwelchen armen Zuhörern schon viel zu, wenn ich mal irgendeinen Scheiß erzähle. Aber na gut, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern der Punkt war, ich hatte bestimmt, nee, dass das Jojo scheiße ist, das war, glaube ich, der Punkt. Genau. Und dass man den Leuten immer zu viel zumutet. Aber das war so eine Sache, wo sie schon hätte meine Freundin sein können. Hatte sie jetzt aber keinen Bock. Wobei, man muss natürlich dazu sagen, es ist ja immerhin schon gut, dass sie Kaban nicht so eine gute Freundin sein wollte wie Vicky. Das ist eigentlich voll das gute Torschlag-Moment, das sollte ich viel öfter jetzt bringen. Muss ich mir merken, das ist eigentlich voll gut. Immerhin, sie sagt, ich bin eine gute Freundin, ja, richtig, oh, das gefällt mir. Warum sagt mir das denn keiner eher? Da hätte ich das jetzt schon benutzen können. Sagt doch mal was. So habe ich euch dann, ey. Meine Fresse. Shoot. Ansonsten, ja. Passt. Ansonsten war ja nicht viel. Die Musik ist von Lamprey mit Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mites mit Cheese Mount Pierce Garage. Das Videobild von Evulchibi mit dem Titel Doomsday, ja, reicht auch scheiße nach der Beschreibung und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Milz. Bros und Milz. Oh, Bro, oh, vergessen. Am Anfang der Folge gab es keinen viel Spaß und bleibt geil, wa? Dann viel Spaß und bleibt geil. Also viel Spaß bei dem, was du jetzt so machst. Den Fleischkasper wirken. Oder so. Oder Äquivalente. Die Fleischkasperin. Genau, so ist das.